Unser nächster Vortrag kommt von Herrn Dr. Braun. Herr Dr. Braun ist Arbeitsforscher am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, auch hier in Stuttgart ansässig. Herr Dr. Braun wird auch kurz noch etwas zu sich sagen. Und hier geht es vor allem um, kurz fliegen die Kärtchen, um die Veränderungen der Anforderungen in der Arbeitswelt durch KI, die natürlich vielfältig sind. Aber das werden wir gleich von Herrn Dr. Braun hören. Ich gebe an Sie weiter. Ja, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Da ist neulich die Frage aufgekommen, was der Unterschied wäre zwischen einem Menschen und der künstlichen Intelligenz. Das ist eine Idee. Die Emotion. Die Menschen sind manchmal doch ein bisschen aufgeregt, wenn sie in der S-Bahn sitzen und kurzfristig in einen Vortrag einsteigen dürfen. Aber es hat ja alles wunderbar geklappt. Sie merken, ich habe nicht mal meine Tasche aufgemacht, weil alles wunderbar vorbereitet war. Es ist ein Vortrag ausgefallen, darum bin ich ein bisschen früher eingestiegen. Ich glaube, das gibt uns die Möglichkeit, dass ich erstens vielleicht ein bisschen länger erzähle und das andere wäre, dass wir nochmal in den Dialog kommen. Und dazu, ich glaube, Sie kennen es von dem Vortrag zuvor, gibt es ja auch Saalmikrofone, beziehungsweise vielleicht hört man es auch direkt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, dass wir ein Stück weit in Dialog kommen. Ich kenne jetzt leider Ihren fachlichen Hintergrund nicht. Ich gehe mal davon aus, allgemeines Interesse, auch in der Bürgerschaft an dem Thema der digitalen Entwicklungen, der künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, ob es auch Unternehmensvertreter an der Stelle gibt. Es ist ein ganz, ganz breites Feld, mit dem wir in der Diskussion stehen. Und ich freue mich, dass ich heute an der Veranstaltung teilnehmen darf. Ich bin ganz kurz vorgestellt worden, dass Sie wissen, mit wem Sie es heute zu tun haben. Wie gesagt, mein Name ist Martin Braun. Ich bin seit vielen Jahren am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation tätig. Das kennen Sie. Wir haben ein großes Institutszentrum oben in Stuttgart-Vaihingen. Wie gesagt, daher der Weg war relativ kurz im Augenblick. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieur. Also ich bin kein Informatiker. Ich habe mich aber sehr früh schon für den arbeitenden Menschen interessiert. Das ist der arbeitswissenschaftliche Ansatz, also die Fragestellung, wie arbeiten eigentlich Menschen, wie organisiert man die Arbeit und wie ist vor allem das Zusammenspiel mit der Technologie. Das ist mein Hintergrund, damit Sie eine gewisse Vorstellung haben. Und seit gut 10 Jahren, ich weiß nicht, Begriffe wie Industrie 4.0 kennen Sie vielleicht. Das war ein Begriff, der 2011 geprägt wurde, also immerhin 12 Jahre her. Seit dieser Zeit beschäftigen wir uns am Institut ganz grundsätzlich und natürlich auch im Arbeitsteam mit Fragestellungen der Digitalisierung und seit einigen Jahren natürlich schwerpunktmäßig auch mit der künstlichen Intelligenz. Haben da eine ganze Reihe von Projekten. Fraunhofer ist vielleicht bekannt, eine große Einrichtung für Anwendungsforschung. Zu unseren Partnern und Kunden zählen auf der einen Seite die öffentliche Hand. Also wir haben Projekte mit dem Bundesforschungsministerium, mit dem Arbeitsministerium, sind wir ganz aktuell auch ein bisschen auf Tour, waren auf dem Digitalgipfel, natürlich auch auf der europäischen Ebene und auf der anderen Seite natürlich dieses Wissen, was wir in öffentlichen Projekten gemeinsam mit den Partnern entwickeln, auch zu transferieren in die Betriebe, also in die Unternehmen auch zu bringen, die natürlich ein großes Interesse haben am Thema künstliche Intelligenz, die sich aber vielleicht im Augenblick noch ein bisschen zurückhalten, also zumindest der Mittelstand, weil sie keine so richtige Vorstellung haben, was erwartet sie denn da möglicherweise zum Thema künstliche Intelligenz. Ich kann vielleicht vorwegnehmen, es kostet schon auch ein bisschen Geld. Man muss entsprechende Datensätze haben, man muss die bearbeiten, man muss nach der Qualität der Datensätze schauen. Das geht also nicht von selbst und wenn diese vorbereitenden Tätigkeiten, ich habe es mal ganz grundsätzlich beschrieben, dann vollzogen wurden, dann kann man auch produktiv mit künstlicher Intelligenz arbeiten und diese Hürde zu nehmen oder zunächst mal zu erkennen, das ist eine Aufgabe, der wir uns im Augenblick auch gewidmet haben. So, heute das Thema soll sein, Veränderung der beruflichen Anforderungen durch künstliche Intelligenz. Also Sie merken, das ist so ein bisschen ein Querschnittsthema im Rahmen der Digitalisierung und betrifft sicherlich nicht nur die technologischen Aspekte, sondern auch menschliche Qualifikationen und die Fragestellung der Organisation von Arbeit. Jetzt weiß ich nicht, wie intensiv Sie sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Großes Schlagwort. Ich habe hier mal ein Bild der Europäischen Kommission aufgelegt. Das ist auch immer ganz interessant, darum meine Frage, was ist Ihr Hintergrund? Wir reden mit Unternehmen,
Die haben die Vorstellung, dass sie die digitale Fabrik vervollkommnen, also dass sie durchgängig digitale Prozesse haben, dass sie ihre Maschinen mit Sensoren ausgestattet haben. Übrigens, ich sehe gerade, Sie fotografieren es ab. Gerne, also gar kein Problem. Ich weiß nicht, entweder kontaktieren Sie mich anschließend oder die Veranstalter. Sie kriegen auch die Folien gerne dann für Ihren persönlichen Gebrauch. Kann ich Ihnen nachher gerne zur Verfügung stellen. Dann haben Sie es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Wo waren wir gerade? Bei den Unternehmen, die also ganz andere Vorstellungen haben, die wie gesagt auch auf den Aktivitäten der letzten 10 Jahre aufbauen, die auch schon entsprechende Datenbasen aufgebaut haben. Denken Sie ein Stück weit auch an die Vorreiter aus dem Silicon Valley. Und dann stellen wir fest, im Mittelstand oder bei Privatanwendern, die haben eine ganz andere Vorstellung. Da geht es mehr um konkrete Anwendungen, also ihr Navigationssystem, wenn sie Auto fahren. Wenn der sie nach Hause führt und vielleicht sogar erkennt, dass es eine Baustelle gibt, da steckt auch künstliche Intelligenz dahinter. Das sind die Aspekte. Wenn Sie ins Internet gehen, wenn Sie heute eine Suchmaschine bedienen, da steckt künstliche Intelligenz dahinter und Sie merken es möglicherweise gar nicht. Sie merken vielleicht gar nicht, dass auch Daten, die Sie eingeben, entsprechend gebraucht werden, um die Datenbasis zu erweitern. Denn letztlich geht es um einen ganz großen Spiegel. Es werden Daten erfasst, sie werden ausgewertet und sie werden wieder zurückgespiegelt an die Nutzer. Ja. Ganz geschickte Anwendung, die ich persönlich auch interessant finde, sind Übersetzungssoftware. Also Sie haben einen Text, den Sie auf Englisch übersetzt haben müssen. Ich nenne jetzt gar keinen Namen. Das ist eine ganz geschickte Art und Weise, zumindest für den rudimentären Gebrauch. Die Native Speaker sagen, nee, so ganz perfekt ist es nicht. Es gibt eine Reihe von Leuten, die sagen, sie lassen sich die Geschäftskorrespondenz von künstliche Intelligenz optimieren. Also sie geben einen rudimentären Text ein und lassen ihn sich wunderschön formulieren. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man keine personenbezogene Daten eingibt, ja, weil das verstößt zumindest gegenwärtig noch gegen geltendes Recht und man würde vielleicht auch zu viel offenbaren. Sie merken es ein Stück weit. Internet der Dinge, das ist mehr die industrielle Anwendung, Assistenten auf dem Smartphone, die Fragestellung Cybersicherheit, Desinformation, ja auch das ist ein Phänomen. Der Begriff der Faktenchecker, der kommt ganz ursprünglich genau aus diesem Feld, weil man weiß, die Qualität der Daten, auf die wir im Internet zugreifen, die entscheiden nachher auch für das Ergebnis. Also das, was Sie suchen, wird durch die Qualität der Eingabe beeinflusst. Und daher sind die großen Internetkonzerne emsig dabei, sogenannte Faktenchecker zu beschäftigen, die Webinhalte durchforsten und schauen, dass das auch wahrhaftige und valide Informationen sind. Optimierung von Produkten, Vertriebswegen, auch Roboter. Das Schwesterinstitut oben in Vaihingen beschäftigt sich intensiv mit Robotik. Und da können Sie sich vorstellen, früher standen die Roboter hinter großen Schutzzäunen. Das war eine Frage des Arbeitsschutzes. Heute hat man versucht, die Schutzzäune zu beseitigen. Das heißt, eine Kollaboration von Mensch und Roboter. Und natürlich muss der Roboter ein bisschen sensibel sein, sonst gibt es schwere Unfälle. Wie machen Sie das? Auch da wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Also der merkt, wenn er in die Nähe des Menschen kommt, er hat eine Sensorik und stoppt entsprechend oder verlangsamt seine Bewegungsbahnen. Auch da wird künstliche Intelligenz mittlerweile eingesetzt. Online-Shopping, Smart Farming, das soll bloß mal als ein erster Überblick dienen. Und wie gesagt, vielleicht kommen wir nachher noch ins Gespräch, dass Sie mit mir gemeinsam reflektieren können, wo haben Sie denn möglicherweise Erfahrungen mit KI gemacht und wo haben Sie vielleicht Chancen gesehen, wo sehen Sie aber auch Risiken. Die Grafik müssen Sie nicht auswendig lernen. Da wollte ich eigentlich bloß mal andeuten, künstliche Intelligenz ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Ich habe hier mal verschiedene Disziplinen aufgezählt, die alle hineinwirken in das große Thema der künstlichen Intelligenz, verschiedene Methoden und Anwendungen. Und Sie merken, es gibt nicht die eine künstliche Intelligenz, sondern künstliche Intelligenz ist eine Querschnittstechnologie, die ganz viele Lebens- und Arbeitsbereiche beeinflussen wird, wo Entwickler und Forscher der verschiedensten Disziplinen zusammenarbeiten. Ein zweites, was mir wichtig erscheint, künstliche Intelligenz ist eigentlich gar nicht so neu. Eigentlich ist sie schon relativ alt, ich weiß es gar nicht. 1946, beziehungsweise spätestens 1956, also eigentlich müsste die schon langsam in Rente gehen. Ja. Wissen Sie, warum KI plötzlich in aller Munde ist? KI ist ja so ein bisschen, mancher sagt, es wäre auch ein Werbegag. Es wäre ein ganz toller Begriff von den Werbestrategen entwickelt. Warum ist denn seit letzten November das KI in aller Munde? Was hat man denn da eingeführt?
oder was hat man freigeschalten? Das war dieses ChatGPT. Ja, also die generative künstliche Intelligenz. Chat heißt ja eigentlich die Vorstellung, Sie können mit Ihrem Computer reden, natürlich sprachig reden, der versteht Sie scheinbar und der gibt Ihnen auch eine einigermaßen vernünftige Antwort. Und das war schon technologisch auch ein Fortschritt. Und Sie sehen es hier, ChatGPT im Jahre 2022 hatte innerhalb von 5 Tagen 1 Million Nutzer. Es gibt verschiedene Stufen, es gibt eine freie Version, es gibt auch eine, die ist ein bisschen kostenpflichtig, die kostet $20 im Monat. Aber eine Riesennachfrage. Und natürlich ging das durch alle Medien. Und wenn Sie ein bisschen die Medien verfolgen, geht natürlich diese Entwicklung weiter. Da haben Sie gerade, ach, ich muss gar nicht ins Detail gehen, einen Herrn Altmann gefeuert und wieder ganz schnell eingestellt. Und man vermutet, dahinter ist so ein bisschen die Konkurrenz, das Konkurrenz der großen Internetgiganten, die natürlich dran sind, diese Technologien weiterzuentwickeln. Und der die Nase vorne hat, ganz klar, der über die größten Datenbestände verfügt, der hat natürlich auch immense wirtschaftliche Vorteile. Ganz spannend, wie gesagt, eigentlich 1956 die Definition von künstlicher Intelligenz, eine ganze Reihe von Entwicklungen. Dann gab es auch mal einen KI-Winter in den 1980er Jahren. Also da hat man schon gemeint, man könnte es ad acta legen. Was hat dazu geführt, dass man es wieder reaktiviert hat? Erstens die erhöhte Rechenleistung. Also Sie brauchen sehr leistungsfähige Prozessoren. Die gibt es mittlerweile. Und das Zweite, Sie brauchen auch angemessene Datenbestände. Und ich habe vorher gesagt, seit mindestens 12 Jahren ist die Prämisse der Industrie 4.0 und Industrie 4.0 heißt im großen Stil auch industriell Daten zu sammeln. Und Sie wissen ja auch, wenn Sie im privaten Umfeld ins Internet gehen, wenn Sie Suchen anstellen, Sie ziehen ja auch eine Datenspur hinter sich. Also auch die Daten, die Sie eingeben, da wird ein sogenannter digitaler Zwilling Ihrer Person erstellt. Ob Sie es wissen oder nicht, ob es Ihnen gefällt oder nicht, diese Daten werden entsprechend herangezogen, um hier Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Trotzdem ein Verständnis. Ich weiß nicht, Begriffe wie Transhumanismus sind Ihnen bekannt. Was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Auch da könnte man jetzt lange streiten drüber, einen eigenen Vortrag über die Definition halten. Es gibt schlichtweg keine einheitliche Definition. Es gibt gewisse Vorstellungen. Ich habe gesagt, den Begriff formuliert hat ein John McCarthy vor vielen Jahren auf einer Dartmouth-Konferenz. Damals haben sich Informatiker und, ja, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Informatiker gab, Kybernetiker, Mathematiker getroffen und hatten die Vorstellung gesagt, wir wollen eine Maschine bauen, die menschengleiche Leistungen erbringt. So, und deshalb, heute wird ja KI oftmals so humanoid dargestellt. Wenn Sie mal ins Internet gehen, wenn Sie mal in die Zeitungen gucken, da meint man immer, KI wird aussehen wie ein Mensch. Die Experten wehren sich ein bisschen und sagen, nein, das kann was ganz anderes sein. Stimmt aber nicht ganz. Ich würde sagen, McCarthy hat seinerzeit schon definiert, wir wollen Maschinen bauen, die menschliche Eigenschaften haben. Egal auf welche Art und Weise. Dazu gehört natürliche Sprache, soll benutzbar sein. Also Sie wollen mit Ihrem Computer reden. Sie wollen nicht irgendwie über die Tastatur Informationen eingehen. Reden geht meistens schneller und vielleicht auch ein bisschen einfacher. Er soll Abstraktionen und Begriffe entwickeln, also Sprachfähigkeit. Begriffe ist Grundlage für Denken auch. Er soll Aufgaben lösen, die bis dahin nur Menschen lösen konnten. Also da kommt er dem Menschen schon auch nah. Und wenn Sie heute die Technologie angucken, zumindest was kognitive Urteilsfähigkeit betrifft, sind die Maschinen schon relativ gut geworden. Sich selbst verbessern, das ist ja so ein Anspruch, der dem Menschen inhärent ist, also Lebensfähigkeit, Entwicklungsfähigkeit, das sollte auf die Maschinen übertragen werden. Aber Sie sagen ganz klar, es sind notwendigerweise keine Methoden, zu denen es ein biologisches Vorbild gibt. Also Sie haben gesagt, dass eine Maschine denken kann, geht vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als wir uns vorstellen, wie ein Hirn funktioniert. Und wie gesagt, McCarthy hat damals den Begriff erstmalig der künstlichen Intelligenz genutzt. Intelligenz ist ja eigentlich eine menschliche Eigenschaft. Hat jemand von Ihnen eine Vorstellung, was wir uns eigentlich unter Intelligenz vorstellen? Ich glaube, das ist ein ganz spannender Begriff auch für die Arbeitswelt. Und eigentlich auch das, was Sie inhärent jeden Tag leben. Also hinter Intelligenz steht eigentlich eine Anpassungsfähigkeit und steht auch eine Entwicklungsfähigkeit. Das würde ich sagen, sind die zwei wesentlichen Aspekte. Das ist auch die Neuerung. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel in der technischen Welt. Dass wir Menschen anpassungsfähig sind, das ist alltäglich ein Stück weit. Also denken Sie allein an die Witterung draußen. Im Sommer laufen wir in kurzen Hosen und im Winter in dicken Mantel. Das ist die Anpassungsfähigkeit. Die lange Tage, kurze Tage. Ja, das ist dem Menschen inhärent. Maschinen bislang waren relativ funktional mit starren Funktionsmustern.
Das war der Unterschied. Ja. Eine Maschine hat zwar 8 Stunden gearbeitet oder vielleicht auch 24 im Dreischichtbetrieb, aber sie hat letztlich ein relativ starres Funktionsprinzip gehabt. Und man erkennt, wenn man Eigenschaften der Adaptivität und der Selbstentwicklungsfähigkeit auf Maschinen überträgt, dann hat man eine ganze Reihe von Vorteilen. Also daher kommt die Analogie zum Menschen, ist eigentlich gar nicht so falsch. Lassen Sie uns noch mal drauf eingehen. Was machen wir im Arbeitsleben? Denn das ist ja der Hintergrund, wenn wir über Qualifikationsanforderungen nachdenken, beziehungsweise über Arbeitsmarktentwicklung, dann sollten wir ja eine Vorstellung haben, was machen wir mit künstlicher Intelligenz derzeit und absehbar in den Unternehmen. Und wir differenzieren hier 3 Anwendungsklassen. Das eine wäre die Automatisierung, sinnbildhaft dargestellt durch so einen Leichtbauroboter, die Augmentierung und das dritte wäre die Assistenz. Ich glaube, auch da ist Ihnen grundsätzlich vieles bekannt. Automatisierung heißt, für die eigentliche Verrichtung gibt es gar keinen Menschen. Der Mensch, der programmiert, aber letztlich die Maschine führt das dann mehr oder weniger automatisch aus. Und da denke ich mal, in den Betrieben gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Roboter zum Beispiel oder auch ein Chatbot. Das ist, wenn Sie irgendwo, Zugverbindungen erfragen wollen, da ist zuweilen ein Chatbot dahinter. Das ist ein Automat, der beantwortet Ihnen Ihre Frage, wann Ihre nächste S-Bahn fährt oder wie auch immer. So, das heißt, da haben wir eigentlich gar keine unmittelbare Einwirkung des Menschen mehr. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir mit den Betrieben reden, dieses Potenzial wollen natürlich Unternehmen schon auch heben. Also die sehen künstliche Intelligenz als eine sehr fortschrittliche Automatisierungstechnologie. Das zweite wäre die Augmentierung. Da kann man jetzt ein bisschen spitzfindig sein. Augmentieren heißt eigentlich, die menschlichen Fähigkeiten zu verbessern. Also der Mensch ist durchaus maßgeblich, aber es wird ergänzt und vor allem im kognitiven Feld. Wenn ich vorher gesagt habe, Übersetzungssysteme, sie können alle wunderbar Englisch, aber manchmal fehlt ihnen vielleicht doch eine Vokabel. Man stellt ihre Sprachfähigkeit nicht grundsätzlich in Fragestellung, aber wenn ein System sie unterstützen kann, dann ist das hilfreich. Das nennt man Augmentierung. Ja, in einem Prozess. Also es sollen Prozesse beschleunigt verbessert werden und vor allem auch die geistigen Fähigkeiten des Menschen. Das dritte ist die Assistenz und das sind nicht bloß die geistigen Fähigkeiten. Bei der Assistenz ist es auch zum Teil die körperliche Eigenschaft. Assistenzsysteme unterstützen Menschen in spezifischen Situationen bzw. Handlungen und gleichen Leistungseinschränkungen aus. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion um die Exoskelette verfolgt haben, Sie das mal in der Zeitung gelesen haben. Ich sage es mal unter uns, ich finde das Thema nicht ganz so toll, weil es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die sagen, das ist so ein bisschen eine Zwangsapparatur. Aber ein Exoskelett ist im Prinzip, Sie haben Ihren Körper in einem äußerlichen Skelett mit Antrieben, mit Motoren und plötzlich können Sie 30 Kilo spielend leicht heben. Ja, weil wie gesagt, da ist ein Motor, der Ihre Muskulatur unterstützt. Da können Sie sich vorstellen, da braucht man ein bisschen adaptive Intelligenz, um sowas in natürlichen Bewegungsabläufen nachahmen zu können. Ja, das wäre ein Beispiel für Assistenz, aber auch die Navigationssysteme, die Sie unterstützen, die an sich autonom sind. Ganz wichtig für uns ist, Assistenzsysteme treten eigentlich nicht in menschliche Entscheidungen ein. Also ganz wichtiges Kriterium, es geht um Informationsverarbeitung und Informationsverarbeitung mündet eigentlich irgendwo in eine Entscheidung. Größere oder kleinere Entscheidung, strategische oder operative Entscheidung. Das ist die Frage, eigentlich eine ganz zentrale Frage beim KI-Einsatz. Wer trifft in Zukunft die Entscheidung? Sie können sich vorstellen, ich weiß nicht, wenn eine Maschine die Entscheidung trifft, wie sie zu arbeiten haben, ob sie schneller, ob sie langsamer arbeiten oder wo ihr Auto hinfährt, das ist auch die Frage des autonomen Fahrens. Weiß nicht, ob Sie in allen Fällen entsprechend begeistert werden. Also diese 3 Anwendungsklassen müssen wir unterscheiden. Und ein zweiter Aspekt, eine zweite Dimension, die ich gerne aufzeigen will. Zu was dient denn jetzt dieser KI-Einsatz? Also die Automatisierung, die Augmentierung, die Assistenz. Und da kennen wir ganz grundsätzlich aus der Betriebswirtschaftslehre, wir unterscheiden zum einen die Geschäftsmodellinnovationen, also etwas Neues zu machen, auf neue Ideen zu kommen. Denken Sie mal vor einigen Jahren, Sie haben es alle mitbekommen, als mal die Online-Shops kamen. Früher hat man sich ohne Internet einen Online-Shop nicht vorstellen können. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gehört auch bei Ihnen zum Alltag, dass Sie gewisse Produkte, Waren, Dienstleistungen online kaufen, den großen Plattformen. Ja? Also das wäre eine Geschäftsmodellinnovation, die natürlich den Handel ganz deutlich verändert hat. Und das zweite wäre die Prozessrationalisierung.
meiner Erfahrung nach, die allermeisten denken in der Tat darüber nach, durch Automatisierung, wie können sie ihre bestehenden Prozesse rationeller gestalten, also weniger Aufwand, weniger Ressourcenaufwand, weniger Energie, weniger Arbeitskraft, möglicherweise auch weniger Menschen, um durch Skaleneffekte entsprechende Vorteile zu erzielen. Das ist ganz wichtig, wenn wir nachher darüber nachdenken, wo werden wir zukünftig neue Jobs haben oder wo werden möglicherweise Jobs in der Arbeitswelt auch wegfallen. Bei der linken Spalte der Geschäftsmodellinnovationen, da reden wir von Innovationsarbeit, Wissensarbeit, Interaktionsarbeit. Was stellen wir uns darunter vor? Innovationsarbeit, das sind vielleicht die Forscher, das sind die Entwickler. Das ist ein hoher Anteil kreativer, schöpferischer Tätigkeiten. Und Sie können sich vorstellen, die kann man zwar unterstützen, Assistenztechnik, Augmentierungstechnik, die können Sie aber per se oder bislang zumindest ganz schwer ersetzen durch Maschinen. Nicht zuletzt, eigentlich muss ein guter Forscher auch die Bedürfnisse seiner Kunden erkennen. Und wir haben ja vorher gesagt, Maschinen haben keine Emotionen. Interaktionsarbeit oder auch Emotionsarbeit, denken Sie an den ganzen großen Bereich der Pflege, ja, der Bildung, der Erziehung möglicherweise. Das sind alles Aspekte der Interaktionsarbeit. Da gibt es vielleicht Unterstützungsmöglichkeiten, Assistenzsysteme, aber ich glaube, der Kern der menschlichen Zuwendung lässt sich nicht verändern. Man versucht es zwar, aber Sie sehen, das sind die Arbeitsformen, wo wir über Geschäftsmodellinnovationen nachdenken, wo wir das Umfeld, nicht die eigentlichen Prozesse, sondern das Umfeld versuchen zu gestalten. Mit Zielen, Marktanteile zu erhöhen oder auch Informationsflüsse besser zu koordinieren. Ich denke, da gibt es Chancen in allen Branchen, Industrie, Dienstleistungs- und Handwerk. Ja, da macht man sich Gedanken. Handwerksbetriebe sind eher selten, die interessieren sich ein bisschen auf unseren Ausstellungen und unseren Messen, was es da so gibt. Aber ich sage es ganz offen, bislang haben wir noch mit dem Handwerksbetrieb kein KI-Projekt durchgeführt, weil die da vielleicht noch ein bisschen zu weit weg sind, weil die nicht die massenhaften Daten haben, weil die nicht die standardisierten Prozesse haben, die wir bei der Prozessrationalisierung zugrunde legen können. Da geht es vor allem um Fach- und Sacharbeit, da geht es um Routinearbeit, da geht es um die Prozessbetreuung, also wo Sie ganz klar definierte Parameter haben, die ein Mensch überwacht. Und solche Überwachungsaufgaben kann man mittlerweile durchaus auch an Maschinen übertragen. Also es gibt entsprechende Videotechnik, es gibt Sensorik. Wenn das alles regelmäßig ist, regelorientiert ist, dann kann man da doch eine ganze Reihe von Tätigkeiten mittlerweile an Maschinen übertragen. Aber denken Sie nicht bloß an die Produktion, da werden wir gleich noch drauf einkommen, sondern denken Sie auch, wie viele Jobs im Büro, ja, vielleicht auch die Tätigkeit, die Sie durchführen oder durchgeführt haben, wie viele Jobs im Büro folgen ebenfalls diesen Routinen und lassen sich möglicherweise auch ersetzen. Da geht es bei der Prozessrationalisierung, wie immer bei Rationalisierung berechtigterweise, darum, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu erhöhen. Und da zeigt sich unserer Erfahrung nach, das ist natürlich vornehmlich eine Anwendung, die die Industrie interessiert. Also einfach Massenproduktion, könnte man auch sagen, Skaleneffekte, die wir im Handwerk oder in der Dienstleistung in dem Maße nicht haben. So, gehen wir mal auf die einzelnen Studien ein. Wir haben gesagt, wie ändert sich die Beschäftigungsbedingungen oder auch die Arbeitsmärkte durch die Einführung von künstlicher Intelligenz im Speziellen oder durch Digitalisierung im Gesamten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das ist eigentlich fast eine historische Darstellung. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, aber das war vor 10 Jahren die Studie, die Oxford-Studie von Frey und Osborne, das war so ein kleiner Schock in der Fachwelt. So. Und ich kann Ihnen gleich verraten, unser Arbeitsministerium hat gleich eine Studie hinterhergeschoben, hat gesagt, nein, ganz so schlimm ist es doch nicht. Weil das hat natürlich vielleicht schon so ein bisschen Sorge geführt. Wie gesagt, ich will gar nicht im Detail drauf eingehen, ich will Ihnen höchstens ein paar methodische Limitationen zeigen. Das sind zwei Forscher aus England, die gesagt haben, wir gucken uns mal die Arbeitsbedingungen in Europa und USA an und haben festgestellt, 47% der Berufe in diesen genannten Ländern würden erheblich von der Automatisierung betroffen sein. Ich will nicht sagen, dass 47% wegfallen der Jobs, aber so die Näherung, die ist ja schon auch gegeben ein Stück weit. Und sie haben dann ein bisschen aufgegliedert und differenziert und gesagt, aber das versteht sich auch ein bisschen von selbst, genau diese Jobs, die sich nicht durch Routine auszeichnen, die sich durch soziale Interaktion auszeichnen,
Die sind aber relativ sicher. Ja? Soziale Intelligenz, unternehmerisches Denken, das sind eigentlich die Eigenschaften, die wir zukünftig brauchen, um relativ sicher zu sein vor Arbeitsplatzsubstitution. Wenn Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, in das Chart reingucken, da gibt es zwei Peaks, links und rechts ein Stück weit, da hat man unterteilt. Wenn Sie es lesen können, links ist die geringe Wahrscheinlichkeit, das sind also die Jobs, die von Digitalisierung wohl weniger betroffen sind, dann unten ist ein Plateau und auf der rechten Seite 47% dieser Jobs, der Berufe, die in erheblichem Maße beeinflusst sind von Digitalisierung. Ich lese es Ihnen nicht vor, aber wenn Sie mal gucken, rechts erheblich betroffen, das wäre zum Beispiel Serviceaufgaben, Sales and Related, Office and Administrative Support, das sind eigentlich diese Aspekte. Was heißt Service? Wo kriegen Sie heute Ihren Service her? Wenn Sie früher ein Radio gekauft haben, da gab es, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber Sie wissen es bestimmt, ich glaube in der Marienstraße, ein Radiohändler über 2, 3 Stockwerke, da sind Sie hin und haben gefragt, genau, wie das eigentlich ist, was das beste Radio, die beste Stereoanlage wäre. Den gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. So. Heute gehen Sie ins Internet und gucken die Rezensionen an Ihrer Mitkunden. Ja, das ist der Unterschied. Also Sie kommen ans Wissen dran, Sie kriegen Empfehlungssysteme, Sie können sich ein Bild machen, ohne dass Sie eine konkrete Person fragen. Das funktioniert aber nur, indem Sie auch viele Bewertungen haben. Also 3 Bewertungen würden Ihnen vielleicht nicht ausreichen. Die können ja auch vielleicht ein bisschen schummeln. Ja? Aber wenn Sie sagen, Sie haben vielleicht 30 oder vielleicht sogar 300 Bewertungen oder auch beim Buchkauf, Buchempfehlungen, dann ist das vielleicht schon auch eine Empfehlung, der Sie folgen wollen. Und auch, es gibt ja durchaus differenzierte. Also Service fällt zum Teil weg, wenn es um Information geht. Wenn Sie aber unter Service den Installateurmeister sich vorstellen, der ihren Badewannenanschluss repariert, dann ist es vielleicht mit Digitalisierung noch ein bisschen schwierig. Das sind vielleicht die Jobs, die es auch in Zukunft noch geben wird, beziehungsweise wo andere konjunkturelle Einflüsse eine Rolle spielen werden. Es gab gleich, ich habe es gesagt, methodische Kritik an der Studie. Die haben gesagt, erstens, man könne ja keine Menschen ersetzen, allenfalls könnte man Tätigkeiten ersetzen. Das stimmt eigentlich auch. Also Menschen, ich glaube, per Definition ist unersetzlich, sondern seine Tätigkeiten. Und da müsste man ein bisschen differenzierter vorgehen. Und alle Folgestudien haben das auch entsprechend berücksichtigt. Zweitens, man hat gesagt, die technischen Substitutionseffekte der menschlichen Arbeit werden meistens überschätzt. Heißt, so toll funktioniert Technik doch nicht. Man braucht auch Servicepersonal, man braucht qualifiziertes Personal. Im Übrigen entstehen ja auch durch neue Technologien neue und oftmals qualifizierte Berufe. Dann eine ganz grundsätzliche Frage, eine Vorhersage von Zukunft sei nicht möglich. Sie merken es, es gibt ganz viele Einflüsse, die vielleicht nicht in dem Maße vorhersehbar sind, Naturkatastrophen oder Pandemien oder Ähnliches, was vielleicht eine Entwicklung beeinflusst, ohne dass man es vorhersehen konnte. Und daher haben die Autoren auch gleich eingeschränkt und gesagt, our study wasn't even a prediction, also es war keine Vorhersage. Solche Zahlen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wir haben, glaube ich, einen Trend und ja, gerne. Ah, sorry, bis 30, Entschuldigung, da habe ich einen Tippfehler, den Zweier denken Sie sich raus, natürlich bis 2030, ja. Sie sagen es zu Recht, ist 10 Jahre alt und 2030 ist nicht mehr so weit hin. Aber wie gesagt, ich wollte Ihnen bloß als ein Beispiel, als eine erste Studie, als einen ersten Schocker, ich sage es offen, da waren alle in der Arbeitswissenschaft ein bisschen geschockt und gesagt, hoppla, da tut sich was. Ich würde sagen, die Tendenz stimmt, aber man kann noch eine ganze Reihe von Fragen stellen. Entschuldigung, so. Ich habe gesagt, da gab es eine Reihe von Folgestudien, die das Bild ein bisschen relativieren wollten. Auch arbeits- und sozialpolitisch hat natürlich so eine Studie schon auch eine Auswirkung. Also wenn Sie jetzt mal durchs Land ziehen und sagen, also demnächst, die Hälfte von Ihnen ist arbeitslos, kommt ja vielleicht keine Freude auf. Ja? Sozialpolitisch hat man da ein Stück weit hinterfragt. Eine Studie, die OECD, das ist ja ein Verband, wie heißt das, Economic Cooperation and Development, also internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat eigene Studien dann in Auftrag gestellt, immer auf der Basis von Frey und Osborne. Die kommen auf ganz ähnliche Werte. Ich muss es Ihnen jetzt nicht vorlesen. Die haben es ein bisschen ausgeweitet. 14% der Berufe
unterliegen einem sehr hohen Automatisierungsrisiko. Man hat in den Studien nicht fixe Berufsbilder zugrunde gelegt, sondern man hat gesagt, ein Berufsbild besteht aus verschiedenen Tätigkeiten. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie an einen Bürojob denken, was macht man im Büro? Ich weiß nicht, da haben Sie einen hohen Kommunikationsanteil, da müssen Sie mit Leuten reden, da müssen Sie Leute vielleicht anleiten, da müssen Sie vielleicht mit Kunden kommunizieren, aber Sie sitzen vielleicht auch am Rechner und machen Rechercheaufgaben oder Sie müssen Ihre Korrespondenz erledigen und vielleicht die Recherche funktioniert mit einer künstlichen Intelligenz ein bisschen schneller. Man denkt also an eingesparte Zeit, man redet nicht mehr von Automatisierung, sondern man redet eigentlich von eingesparter Zeit. Ja? Oder auch die Korrespondenz lässt sich schneller entwickeln. Und wenn Sie vielleicht ein bisschen selbstkritisch hingucken, es gibt doch in den Büros auch eine ganze Reihe von unnützer Aufgaben. Also wenn man vielleicht etwas ausdruckt auf Papier und das dann wieder einscannt und wieder digitalisiert, kann man fragen, warum brauchen wir so einen Medienbruch? Könnte man sich nicht da die Arbeit ein bisschen erleichtern? So, für Deutschland hat die OECD herausgefunden, Substitutionswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Job ersetzt wird, liegt zwischen 18-33% der gegenwärtigen Berufe, eigentlich eine ganz große Streubreite. Also auch da die Werte, ja, ich weiß nicht, ob so ganz aussagefähig sind, aber die Aussage, und das bestätigt den ersten Befund, diese Automatisierungsmaßnahmen betreffen vor allem Beschäftigte mit geringer bis mittlerer Qualifikation. Also die Einfachjobs, die Routinejobs in der Fabrik, das ist so die Vorstellung gemeinhin, die werden auch wegfallen. Mancher im Büro hat gesagt, ich bin ja sicher, das Bild wird sich vielleicht noch ein kleines bisschen ändern durch neue Technologien und das kommt auch in neuen Studien zum Tragen. Ja, okay, das sind noch methodische Hinweise, wie die das ermittelt haben, das interessiert uns an dieser Stelle nicht ganz so. Es gibt eine relativ aktuelle Studie aus der Finanzbranche, die haben ja auch ein bisschen Interesse, die Kapitalgesellschaften, wo sollen denn die eigentlich ihr Geld investieren, wo gibt es vielleicht die beste Rendite, darum hat Goldman Sachs selber eine Studie initiiert und das deckt sich in gewisser Weise mit dem ersten Befund, wird aber ein bisschen konkreter. Und vor allem haben die jetzt nicht grundsätzlich über Digitalisierung gesprochen, sondern die haben gesagt, wie beeinflusst die generative KI, also das, was ich vorher gesagt habe, ChatGPT zum Beispiel, wie beeinflusst generative KI die Automatisierungspotenziale. Da nochmal kurz rekapituliert, generative KI ist eigentlich recht nutzerfreundlich. Sie haben einen Chatbot, Sie reden mit Ihrem Rechner, Sie brauchen vielleicht keine Programmierfähigkeiten. Der programmiert möglicherweise sogar für Sie selber, wenn Sie das von dem wollen. Also die Interaktion von Mensch und Maschine ist deutlich besser geworden. Und das ist schon auch ein technologischer Durchbruch, der sich auch auf die Arbeitsbedingungen auswirken wird. So, die sagen ganz ähnlich, 2/3 aller Arbeitsplätze, vorher haben wir gesagt 47, sind von KI-Automatisierung betroffen. Insbesondere Tätigkeiten mit geringen Qualifikationsanforderungen, wobei die sagen, es wird nicht wegautomatisiert, es wird nicht substituiert, sondern sie sind betroffen. Und ich glaube, das betrifft jeden von uns. Mich betrifft sie ein Stück weit auch und mich betrifft es bislang noch eigentlich sehr positiv, weil ich sage, ich habe es vorher angedeutet, Recherche, Übersetzung geht alles viel, viel schneller. Also insofern bin ich ja auch betroffen. Aber die sagen, Automatisierung, jetzt kommen Sie mal auf die Begriffe von vorher, 7%. Deutlich geringer, was wirklich wegfällt, die Assistenz 63% der betrachteten Jobs. Das, was ich vorher gesagt habe. Assistenz, das war zum Beispiel auch der Fahrer, der jetzt ein Assistenzsystem hat, der ihn an sein Fahrziel führt. Ja, also vielleicht noch nicht ganz das automatisierte Fahren, da gibt es noch ein paar Probleme, aber das System, was den Menschen führt. Wo wir aus der Arbeitswissenschaft jetzt ein kleines Problem entdecken. Wie ist denn das? Arbeit hat immer auch denkerische Anteile. Also denken und ausführen, das ist eigentlich so das Grundverständnis von guter Arbeit. Wenn jetzt aber das System für Sie denkt, das Ziel vorgibt und Ihnen ganz genau sagt, wie Sie zu fahren haben und vielleicht in Zukunft noch auf den CO2-Ausstoß achtet und sagt, gib nicht so viel Gas und bremst nicht so viel, denken Sie, das ist so erfreulich. Ich weiß es nicht, wie Sie es erleben würden. Ja? Und dann merken Sie, da kommt dann plötzlich die Arbeitswissenschaft und die Arbeitsforschung. Also wir gehen davon aus, dass Automatisierung oder Assistenzpotenzial ist gegeben, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann gute Arbeitsplätze sind. Wir sind also mit Unternehmen in der Diskussion, denken Sie, ach, ich will jetzt nichts verraten, aber denken Sie zum Beispiel, wie kommt denn Ihre Post in den Briefkasten jeden Morgen oder jeden Tag?
Da ist ganz viel Logistik im Hintergrund und da kann man ganz schön die KI einsetzen. Und man kann sie positiv einsetzen und man kann sie vielleicht weniger positiv einsetzen. Ja? Dann kommen Sie vielleicht auf eine Idee, an was wir im Augenblick auch arbeiten. Die Studie kommt dann auf die Idee und sagt, keine Relevanz in 30% der Berufe. Wir haben es vorher gesagt, es gibt Berufe mit hohem emotionalen oder sozialen Anteil. Ich habe gesagt, Bildung möglicherweise, Pflege, ja, und Erziehung. Gut, auf die anderen Zahlen müssen wir nicht eingehen. Die haben festgestellt, KI schafft andererseits neue Arbeitsplätze. Vielleicht da noch eine kleine Anmerkung. Es ist ja nicht bloß die Frage der Substitution von Arbeit. Das ist ein Phänomen, was wir seit 120 Jahren kennen. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Jobs, da sind wir eigentlich ganz froh, wenn wir die automatisieren und damit auch abschaffen können. Denken Sie mal in die Landwirtschaft. Wenn ich alten Erzählungen glauben darf, vor 120 Jahren waren 70% der Menschen in der Landwirtschaft tätig, damit wir es alle satt wurden. Ich glaube, heute sind es 3%. Und wenn Sie mal aufs Land fahren und die großen Ackermaschinen sehen und die Mähdrescher und weiß nicht was, dann merken Sie schon, wie technischer Fortschritt funktioniert. Und ich hoffe, wir werden alle satt. Also durch den Maschineneinsatz werden wir satt. Ich glaube, da sind die wenigsten unglücklich, dass wir nicht alle auf dem Acker arbeiten müssen. Vielleicht müssen wir da ein Stück weit auch die Potenziale sehen. Und ähnliche Effekte erwarten wir vielleicht jetzt auch für die Produktion oder auch den Bürobereich. Aber es stellt natürlich sich ganz klar auch eine soziale Frage auf. Die können wir heute nicht eingehen. Letztlich, wer ist Nutznießer dieser Entwicklung? Ja, indem wir Arbeitsaufwand einsparen im Augenblick, knüpfen wir ja unser Einkommen auch an die Arbeitszeit. Und da müssen wir vielleicht für die Zukunft nachdenken, ob das noch überhaupt möglich sein kann, ja, sinnvollerweise. Wenn eigentlich der Anteil der Arbeit, sagt man zumindest, abnehmen wird. Wobei manchmal glaube ich auch gar nicht diesen Prognosen. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn ich umgucke, dann klagen alle über Fachkräftemangel. Also scheinbar ist es nicht ganz so einfach verteilt, wie man es sich vorstellt. Kommen wir nochmal auf diese Grafik zurück. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ich gucke gerade nochmal auf die Uhr. Mit 46%, also nicht, dass Jobs ersetzt werden, sondern dass Tätigkeiten in den Jobs, sind wir eigentlich bei Office und Administrative Support. Also die Aspekte, die wir im Büro durchführen. So, es sind also nicht unbedingt die Industriearbeiter, die von KI bedroht sind, sondern vielleicht sind es die Büroarbeiter, ja, das mittlere Management. Ganz viele Aufgaben im administrativen Bereich können vereinfacht werden und wurden ja auch vereinfacht. Legal, Architecture and Engineering, spannenderweise auch da gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben. Und da merken Sie, Engineering ist durchaus eine qualifizierte Tätigkeit. Also das mit den Geringqualifizierten müssen wir ein bisschen in Frage stellen. Okay, Designs, Life, Physical, Social Science, da geht es natürlich ganz stark auch um Simulation. Heute werden ja Versuche auch im Virtuellen durchgeführt, werden simuliert entsprechend. Solche Fragestellungen, ich werde sie Ihnen jetzt nicht vorlesen, aber Sie merken, Business Financial Operations, auch diese Aspekte zu ungefähr einem Drittel, hat man hier an Substitutionspotenzial bei Tätigkeiten. Das heißt nicht, dass der Job wegfällt, aber Menschen werden sich auf andere Tätigkeitsprofile einstellen müssen. Das ist jetzt die große Frage, wie sehen die eigentlich aus? Man sagt immer, ja, dann kann man sich ja besser dem Kunden widmen, dann kann man ja der kreativen Tätigkeit nachgehen. Ja, stimmt, nehmen wir mal die Chance wahr und gucken mal, wo es da Möglichkeiten gibt. Wo es ganz wenig Substitutionspotenzial durch ChatGPT gibt, und ich glaube, das ist auch verständlich, ist Building and Grounds Cleaning, also die Gebäudereiniger. Die müssen halt nach wie vor mit ihren Gerätschaften durch die Räume fahren. Installation, Maintenance, Repair, Construction and Extraction, also alles, was letztlich mit körperlicher Arbeit verbunden ist oder was eine physische, eine körperliche Repräsentanz hat. Das, was ich vorher gesagt habe, der Badezimmerabfluss, der repariert sich nicht von selbst. Der kann auch nicht irgendwie programmiert werden. Da muss schon noch eine Person auch kommen. Was nicht heißt, dass man vielleicht zukünftig diesen ganzen Bereich stärker in Do-it-yourself überführt. Auch das ist ja eine Option. Also Sie machen Haustechnik, die derart standardisiert wird, die vereinfacht wird, dass Sie selber auch installieren können. Kleine Anekdote, wir hatten vor einigen Jahren mit einem großen Heizungshersteller, es war vor der Wärmepumpenzeit, mal ein Gespräch, ist leider nichts draus geworden. Der hat uns gefragt, hat gesagt, er könnte viel mehr Heizungen verkaufen.
wenn er genug Heizungsinstallateure hätte. Also auch da Fachkräftemangel. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen Heizungsmonteur ist. Vielleicht wäre das nochmal eine tolle Jobchance. So, und hat uns gefragt, können wir das Thema nicht mit Do-it-yourself machen? Wir sind leider nicht ganz einig geworden am Schluss, schlichtweg deshalb, so ein Brenner hat, glaube ich, ein Gewicht von 120 Kilo und wenn Ihnen der Lastwagen auf dem Gehsteig 120 Kilo ablädt, ich weiß nicht, wo dann Ihr Do-it-yourself anfängt und wo es aufhört. Also es waren ganz praktische Fragestellungen, es waren darüber hinaus noch ein paar rechtliche Fragestellungen. Also wenn Sie dann diesen Brenner im Keller haben und an die Gasleitung anschließen, wer gewährleistet Ihnen, dass Sie das auch ordentlich gemacht haben und Ihr Haus nicht in die Luft fliegt? Also da merken Sie, es gab noch ein paar Probleme. Aber ich will jetzt nicht aufs Detail eingehen. Sie merken, wenn man da eine gute Anleitung bringt, und Sie finden ja heute für Do-it-yourself, für einfache Hausarbeiten eine ganze Menge Videos im Internet, die Ihnen genau erklären, wie Sie einfache Verrichtungen machen. Das kann schon sein, weil wir gar nicht mehr diese Arbeitskräfte haben, dass sich da das ein oder andere verschiebt. Die Tendenz finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Also hier, es gehen die kognitiven Arbeiten eigentlich mit den operativen, den manuellen Tätigkeiten. Es gibt da eine gewisse Korrespondenz, die man in der akademischen Diskussion eigentlich immer stärker feststellt. Und natürlich die Handwerker, wenn die Videos ins Netz stellen, da muss es ja auch Fachleute geben, die diese Videos erstellen. Sie erklärt sich ja nicht von selbst, da muss ja Didaktik dahinter sein, da muss Videotechnik dahinter sein. Also da entstehen dann vielleicht durchaus auch anspruchsvolle Jobs. Was ich darüber hinaus spannend finde, eine weitere Studie der National Labour Organization, die haben auch die Effekte relativ aktuell geguckt zur generativen KI. Und da bestätigt sich eigentlich der Befund. Büroangestellte, schauen Sie mal auf dem linken Chart, da redet man von einem Expositionsgrad. Also im Prinzip, welche Arbeit nimmt KI weg? Man sagt hier noch ein bisschen beschönigend Zeitersparnis. Ja? Man könnte auch sagen, wenn man ganz viel Zeit gespart hat, ist man irgendwann arbeitslos. Aber sehen wir es mal positiv, 50-75% und da gehen die davon aus, 58% der Büroangestellten, da wird man Zeitersparnis haben. Und bei 24 weiteren Prozent eine Zeitersparnis bis zu 75%. Also die müssen schon gucken, wie zukünftig auch ein Tätigkeitsprofil aussieht. Also das ist ein Befund, der uns alle ein bisschen, ich will nicht sagen überrascht, aber der schon auch Fragen stellt. Die größten Veränderungen durch den KI-Einsatz werden wir in den Büros haben und nicht in der Produktion und nicht auf der Baustelle. Das ist vielleicht mal eine ganz wichtige Aussage. Ich gehe jetzt auf die anderen nicht ein, also insbesondere die Hilfsarbeiter. Ist ja vielleicht auch ein bisschen inhärentes Merkmal. Die müssen natürlich relativ flexibel tätig sein bei solchen Aufgaben, die sonst nicht von Technik übernommen werden. Wenn Sie auf die rechte Seite gucken, hat man mal abgeschätzt, wie sieht denn da ein Substitutionspotenzial oder Augmentierungspotenzial aus nach Einkommensunterschied. Und es geht uns ja weniger ums Geld an sich, was die Leute verdienen, aber es geht ein Stück weit ums Qualifikationslevel. Ich habe vorher gesagt, es sind so die Geringqualifizierten scheinbar, die wenig Geld verdienen, die sich ein bisschen jetzt Sorge machen müssen. Und dieser Befund wird eigentlich durch diese Studie widerlegt. Wenn Sie mal gucken, mittleres Einkommen, Automatisierungspotenzial ist relativ übersichtlich, aber auf der rechten Seite sind wir bei über 25% Augmentierungspotenzial, also die Unterstützung. Das heißt, da fällt Arbeit weg. Es sind also durchaus die mittleren Einkommen, die auch stark von KI, vom KI-Einsatz betroffen sein werden. Mittleren Einkommen sind möglicherweise die Qualifizierteren mit einem Fachschulabschluss oder vielleicht auch mit einem Hochschulabschluss, je nachdem. Ja? Also es werden alle ein Stück weit betroffen sein, aber das mittlere Einkommen durchaus auch am stärksten. Effekte, wie sie in verschiedenen Studien dargestellt werden, ich glaube, da können wir relativ schnell durchgehen. Automatisierung, klar, wiederholende Aufgabe, alles, was Routine bedeutet, das eignet sich für Digitalisierung, KI-Einsatz, Dateneingabe, es werden nach wie vor ganz viele Daten eingegeben bzw. transferiert, Terminplanung, Kundeninteraktion, ich habe vorher die Chatbots mal erwähnt, ich glaube, da sind wir eingegangen. Ausführlich eingegangen. Zweitens, veränderte Tätigkeitsanforderungen. Auch da sind wir drauf eingegangen, haben das ein Stück weit erwähnt. Es werden neue Jobs entstehen, neue Jobs, die vielleicht auch ein bisschen technikaffiner sind oder natürlich auch bestehende Jobs attraktiver werden, wo wir nur geringes Substitutions- oder Assistenzpotenzial durch neue Technologien haben. Neue Berufsprofile,
da kommt vielleicht der Begriff der KI-Ingenieure und der Prompt-Ingenieure. Prompts, das sind ja im Prinzip die Eingaben, die Sie bei einer generativen KI, also beim Chat, Sie stellen Ihnen eine Frage, dann gibt er Ihnen eine Antwort, da sind Sie noch nicht ganz zufrieden, dann schärfen Sie die Frage ein bisschen nach und dann kommen Sie so wie so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel mit der Zeit auf eine angemessene Antwort. Das nennt man eigentlich Prompten, Prompt-Engineering. Und da gibt es durchaus eine Reihe von Jobs, qualifizierter Jobs, Prompt-Ingenieure, die natürlich im professionellen Umfeld auch entsprechende Antworten generieren wollen. Ja? Entwicklung, Entwurf und Wartung von KI-Systemen, da erwarten wir durchaus eine Zunahme von Jobs. Bedarf an Soft Skills, auch das mal eine grundsätzliche Erwartung, die sich aus den Befunden dieser Studien ergibt. Wenn also Routinejobs an die Technik gehen, was bleibt dem Menschen übrig? Und ich habe den Eindruck, wenn ich in Betriebe gehe, auch nach Corona, der Zusammenhalt, der soziale Zusammenhalt hat gelitten. Und das sind heute eigentlich die Barrieren. Also es sind nicht bloß technisch-funktionale Fragestellungen, sondern die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, da sind sicherlich auch Soft Skills erforderlich. Muss ich gar nicht hier an dieser Stelle ausführen. Und natürlich nicht zuletzt auch die Auswirkungen auf die Löhne, je nachdem die Arbeitsmärkte werden sich verändern. Es wird Überangebote geben, es wird Knappheiten geben und dementsprechend wird auch im Einzelfall die Lohnentwicklung sich möglicherweise gestalten. Gut, das mal auf die Potenziale. Ich will Sie nicht entlassen, um vielleicht doch ein bisschen eine positive Perspektive zu setzen auf den Menschen. Denn wir haben gesagt, es gibt eine Reihe von Jobs, die auch in Zukunft von Menschen ausgeführt werden. Warum und wo könnten die sein? Wir haben identifiziert mindestens 3 Grenzen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind, glaube ich, die prägnantesten Grenzen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Zum einen irreale Erwartungen an Technologie als Problemlöser. Also ein Betrieb hat ein Problem. Wenn wir hingehen, analysieren, wird man sagen, es ist eigentlich eine Frage der Unternehmenskultur, es ist eine Frage der Zusammenarbeit, es ist vielleicht eine Frage der Rollenklarheit. Es ist manchmal, erscheint es zumindest einfacher, ich kaufe eine Maschine, ich kaufe eine Technologie, die soll mein Problem lösen und das kann sich zuweilen auch als ein Irrtum darstellen. Also deshalb empfehlen wir immer einen ganzheitlichen Ansatz, wenn man ein Arbeitssystem analysiert, um entsprechende Maßnahmen auch abzuleiten. Also es wird nicht funktionieren, die sozialen Probleme in unserer Arbeitsgesellschaft rein auf einem technologisch-funktionalen Weg zu lösen. Da sollte man drüber nachdenken, ganz grundsätzlich. Ein zweites Phänomen, die Ironies of Automation, seit vielen Jahren bekannt, fast so alt wie die KI selber, 1965 schon von Bainbridge ganz klar formuliert. Das heißt, kurz gesprochen, ja, es ist schön, wenn ich es automatisiere. Das ist wie beim Einparken. Wer hat ein Auto, das automatisch einparken kann? Sie. Und was machen Sie, wenn der Sensor verstopft ist oder der Automatismus nicht funktioniert? Und da stelle ich mal, Sie brauchen nicht darauf antworten, dann stehen Sie vor der Parklücke und kommen nicht rein, weil Sie es einfach verlernt haben. Das ist eigentlich der Effekt Ironies of Automation. Also es funktioniert häufig, wenn es aber mal die Funktion ausfällt, ist der Mensch überfordert, weil er ja nicht die Routine hat. Er hat es ja nicht trainiert. Ja? Sie sind ja nicht regelmäßig in die Parklücke gefahren, um abschätzen zu können, wie groß ist Ihr Auto und wie groß ist die Parklücke. Ganz banal auch die Frage, muss man sich auf einer Systemebene Gedanken machen, muss abwägen, wie viel wollen wir automatisieren und wie viel Erfahrung wollen wir beim Menschen auch belassen. Und ein drittes wären technisch-wirtschaftliche Abhängigkeiten. Eine ganze Reihe von IT-Unternehmen sagen mir, ChatGPT setzen wir nicht ein, weil wir wissen ja nicht, wer mitliest. Wir wollen irgendwie eine individualisierte Instanz, also im Prinzip die Datensätze, auf die kein anderer zugreifen kann. Wobei die haben dann meistens einen reduzierten Funktionsumfang. Die haben zum Teil eine ganz rigide Datenschutzpolitik, ja, weil die wissen, wie man vielleicht auch mit entsprechenden Daten Missbrauch treiben kann. Die sagen, wir wollen nicht von einem großen Internetkonzern in Kalifornien abhängig sein, nach amerikanischem Recht. Ja. Wir wollen eigene Server oder europäische Server irgendwo haben, wir wollen eigene Instanzen haben. Weil wir wissen ja nicht, es geht ja vielleicht nicht darum, dass der uns das Business komplett abdreht, aber es kann ja sein, dass plötzlich der Strom mehr kostet oder die Daten mehr kostet oder Service mehr kostet oder das lange braucht. Also gerade auch im Mittelstand ist das natürlich ein Phänomen, was man berücksichtigen sollte. Und auch das hat natürlich Einfluss letztlich auf die Art und Weise, wie wir in den Unternehmen oder vielleicht auch in der Freizeit, im Privatleben, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz einsetzen wollen. Und ich will schließen meinen Vortrag, ich gucke gerade auf die Uhr, ich glaube, wir sind mit der Zeit einigermaßen in Ordnung, mit einem Zitat von Manuela Lenzen. Also wenn Sie sich vielleicht auf eine
nicht allzu technische Art und Weise mal mit der Geschichte der Digitalisierung beschäftigen wollen, empfehle ich die Frau Lenzen, ist eine Wissenschaftsredakteurin, hat spannend zwei Bücher geschrieben, ich glaube vor 5 Jahren, das erste über KI und jetzt einen zweiten, wo sie mehr auf die sozialen Auswirkungen eingehen, wo sie genau Chancen und Risiken auch beleuchtet, eigentlich sehr umfassend. Und sie spricht meines Erachtens am Schluss doch auch für den Menschen, für die Potenziale des Menschen, weil sie eigentlich sagt, das Verständnis der künstlichen Intelligenz für die Welt ist nach wie vor begrenzt. Die größten Herausforderungen für KI bestehen in so etwas schwer greifbarem wie Flexibilität, Kreativität und gesundem Menschenverstand, darin eine Situation zu verstehen und angemessen zu reagieren. Also ganz am Schluss noch ein Plädoyer durchaus auch für die menschliche Arbeit, trotz der Potenziale, die uns Digitalisierung und künstliche Intelligenz bietet. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Erlauben Sie mir ganz kurz noch mal einen Hinweis. Den haben Sie gerade gesehen. Sie kriegen, wie gesagt, auch die Unterlagen. Wenn Sie ein bisschen detaillierter reingehen wollen in die Thematik, wir hatten, wir warten das vor 3 Jahren, wir sind ein bisschen durch Corona ausgebremst worden, genau zu dem Thema Arbeitsplätze, vielleicht für Berufsanfänger, mal einen Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, eine Ausstellung zu realisieren. Es ist eine Wanderausstellung, ich weiß gar nicht, wo es im Augenblick ist, Frankfurt, glaube ich. Da reisen Sie vielleicht nicht unbedingt hin. Sie waren Mannheim mal, das wäre das Nächste gewesen, aber es gibt einen virtuellen Auftritt. Also schauen Sie mal, oben ist die URL angegeben, falls Sie sich etwas konkreter auch für Entwicklungen interessieren, in einer bisschen jugendlicheren Sprache vielleicht, um hier auch Schulabgänger ein bisschen zu motivieren zu lebenslangem Lernen. Und wenn Sie vielleicht doch aus einem betrieblichen Bezug haben zum Thema Künstliche Intelligenz, erlaube ich mir noch eine kurze Werbung. Das haben wir ein Projekt durchgeführt im Auftrag des Arbeitsministeriums, haben einen Leitfaden entwickelt für Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, wie man KI einführen kann. Und wir haben hier sehr wohl einen breiten Fokus auch gewählt, wo wir auch auf Interessensvertretung, Betriebsräte eingehen, wo wir auf die rechtlichen Aspekte eingehen, ein Stück weit in ganz kurzer und prägnanter Art und Weise. Also wenn Sie vielleicht im unternehmerischen Umfeld tätig sind, sich interessieren, auch das kriegen Sie, aus. Habe ich vergessen, den Download, könnte man nachliefern, sonst googeln Sie, den kriegen Sie auch kostenlos natürlich übers Internet. Gut, aber jetzt bin ich wirklich am Ende und stehe gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant. Ich muss Ihnen jetzt leider dieselbe Frage stellen, die ich Ihrem Vorredner gestellt habe, nämlich ist KI wirklich der Game Changer hier? Eine Beobachtung, vor kurzem kam Tagesschau ein Bericht über die KI-Konferenz von was auch immer und im selben Bericht dann, es könnte ja dann auch helfen bei der Automatisierung der öffentlichen Verwaltung. Fand ich sehr, sehr interessant, weil ich mich auch gefragt habe, ja klar, kann KI überall helfen? Also die Frage ist, ist KI nicht nur ein weiterer Baustein in Dinge, die sowieso schon seit Jahren laufen? Als Industrie 4.0 erklärt worden ist, war KI nur eine Randnotiz. Das war ja schon für Produktion ein Framework, wie man möglichst menschliche, durch Menschen durchgeführte Arbeit abschaffen kann und man hat ja, was heißt abschaffen, ersetzen oder unterstützen kann. Und die Amazon ist ja auch ohne KI erstmal groß geworden, sondern die haben ja einfach die Buchhändler da teilweise ruiniert, indem sie einfach einen einfacheren Vorgang gemacht haben. Aber da war ja keine, im eigentlichen Bestellvorgang ist ja wenig KI erstmal drin. Das ist ja dann später vielleicht erst so dieses Kunden, die das gekauft haben. Haben auch das gekauft. Also ist es jetzt wirklich der Game Changer oder haben Sie nicht letztendlich die Situation, dass die Automatisierung fortschreitet, beschrieben und dass verschiedene Berufe davon betroffen sind und ob das jetzt durch das zusätzliche Werkzeug KI, das ja eigentlich nur hilft, Entscheidungen zu treffen, so sehr wirklich geändert wird? War jetzt eine lange Frage, ich hoffe, das ist eine kurze Frage. Ja, aber ich glaube, es war eine ganz wichtige Frage. Dankeschön dafür. Also ich habe ja versucht, auch deutlich zu machen, die Genese. Ich habe ja auch die Industrie 4.0 erwähnt. Ich würde auch sagen, es ist der nächste Baustein und es ist sicherlich auch
eine Logik dahinter. Also warum haben wir alle in den Betrieben Daten gesammelt? Und da unterscheiden sich die Betriebe auch ganz stark. Ich würde sagen, Game Changer, was ist das? Das hängt von uns ab, ob wir es nutzen. Zum Thema, ich weiß nicht, die ganzen Plattformen, die setzen selbstverständlich KI ein, ob sie es merken oder nicht. Die Frage ist, wo sehe ich die Probleme? Ich sehe technische Probleme, die Abhängigkeit, ich habe sie Ihnen aufgelistet und ich sehe durchaus noch eine ganze Reihe ungelöster datenschutzrechtlicher Fragestellungen. Da wird in der Öffentlichkeit gar nicht geredet und das wäre Ihr Bewusstsein, Ihre Sensibilität und letztlich stimmen Sie ja selber drüber ab, indem Sie das Internet oder in welchem Umfang Sie das Internet benutzen. Ob Sie da ein bisschen zurückhaltender sind, vielleicht von der Nutzen, Prinzip der Datensparsamkeit, ob Sie, ich weiß nicht, irgendwelche Filter oder Blocker oder Cookies irgendwie ablehnen. Da stimmen Sie ja selber drüber ab, wie die digitale Zukunft aussehen wird. Das ist das eine. Ich stimme Ihnen zu, es ist gerade auch ein technologiepolitisches Thema. Also die Politik will das eigentlich, sie will es auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir hatten letzte Woche, wie gesagt, den Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena. Da hat man das natürlich propagiert. Da will man auch beschäftigungspolitische Impulse, man will die Industrien stärken, das mal unbesehen dessen. Aber ich stimme Ihnen zu, man kann den Begriff Gamechanger durchaus kritisch sehen. Ich würde sagen, am Schluss muss es ja auch einen Nutzen bieten. Der Titel heißt ja auch Chancen und Risiken. Und ich glaube, wir sind uns einig, es gibt auch eine Reihe von Risiken. Und letztlich, wir als Konsumenten beeinflussen das auch ein Stück weit über unser Verhalten. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Transparenz an der einen oder anderen Stelle auch wünschen. Denken Sie vielleicht auch an was ganz anderes. Es gibt, ja, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, es gibt eine ganze Reihe von Potenzialen. Ich würde auch sagen, letztlich sind es Menschen, die über den Technologieeinsatz entscheiden, die ihre Interessen verfolgen. Ob das Werkzeug jetzt ein einfaches Handwerkzeug ist, ein Hammer, eine Zange oder ob das eine KI ist, ist eigentlich unerheblich. Die Frage ist, was will ich damit anstellen? Und wir haben, glaube ich, alle mitgekriegt, solche Technologien können auch missbräuchlich eingesetzt werden, die uns nicht helfen. Und auch das wäre eine Aufforderung, sich dazu Gedanken zu machen. Wir haben am Institut ganze Abteilungen, die sich gerade mit dieser Internetsicherheit beschäftigen oder Sicherheit in KI-Systemen. Das Zweite ist, ich habe es vorher gesagt, es ist letztlich auch eine wirtschaftliche Fragestellung, die wir insbesondere im Mittelstand feststellen. Ich habe vorher angedeutet, die Implementierung eines KI-Systems, wenn Sie es nicht as a Service nehmen, also wenn Sie nicht auf einer der großen Plattformen Ihre Texte übersetzen lassen, wenn Sie es selber implementieren müssen, ist es mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Also Sie treiben erhebliche Investitionen, ob da der Einzelbetrieb, der Mittelstand bereit ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also im Augenblick nehme ich wahr, es sind eher die Konzerne, die sich über den KI-Einsatz Gedanken machen. Oder wie gesagt, es sind auch Rechtsanwaltskanzleien, die sagen, ich nutze das und das Tool, um meine Texte zu optimieren, um die Übersetzung schneller stattfinden zu lassen. Das ist die andere Anwendung mit allen Vorteilen, mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Ist die Frage damit einigermaßen beantwortet, ja? Gibt es weitere? Da hinten ist eine Frage. Gerne. Die Begrifflichkeit KI erzeugt ja bei vielen Menschen auch Ängste, weil ja die wenigsten Leute noch was damit anfangen können. Die Frage ist, das Wording überhaupt richtig gewählt, weil Intelligenz bedeutet für mich ja auch, dass ich die kognitive Fähigkeit Kreativität brauche. Und Kreativität hat ja eine KI auf keinen Fall. Ja, weil Kreativität ist für mich was aus dem Nichts entsteht. Und die KI kann ja nur mit gesammelten Daten was erzeugen. Aber Kreativität heißt auch, dass ich nicht unbedingt alle Informationen brauche, um was Neues zu schaffen. Und darum ist für mich die Begrifflichkeit KI ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz richtig. Ja, stimme ich Ihnen zu. Ich habe ja gesagt, vielleicht war es 1956 ein ganz genialer Schachzug. Die Amerikaner sind ja eh ein bisschen großzügiger. Da redet man gleich mal von Intelligence oder weiß nicht was. Vielleicht war es ein ganz genialer Schachzug der Werbeleute. Das sagt man auch ganz offen. Ja. Und Sie haben völlig recht. Das würde aber sehr, sehr weit gehen. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, KI oder Automatisierungs- oder Digitalisierungstechnik hat schon erhebliche Potenziale, um unsere
Arbeitsgesellschaft umzugestalten. Ich habe ja vorher erwähnt, wie sieht es in der Landwirtschaft aus? Und da wurde lange Zeit rein mechanisiert. Ja? Und auch da haben wir schon eine ganze Menge an Substitutionspotenzial. Aber wir haben hoffentlich alle einen anderen Job gefunden außerhalb der Landwirtschaft. Also das war ein bisschen das Thema. Was Sie ansprechen, das ist ja, was will ich sagen, es geht ja fast ein bisschen in die Philosophie. Und da haben Sie völlig recht. Ich würde auch ganz klar sagen, als Arbeitswissenschaftler, es gibt einen Unterschied zwischen Mensch und Technik, zwischen Mensch und Maschine, und da zählt die KI dazu. Und zwar geht es ein bisschen über die Emotion hinaus, das haben wir ja gleich zu Beginn des Vortrags geklärt. Sie haben es angedeutet, der Mensch ist mit Denken und mit Willen eigentlich begabt. Also er handelt aus sich heraus üblicherweise, während ein technisches Objekt, ein technisches Artefakt von außen den Impuls braucht, um eine Funktion durchzuführen. Also entweder braucht er Strom oder irgendeiner Art und Weise Energie, und er braucht vor allem auch Informationen, also Algorithmen, Programme. Die schafft bislang eine Maschine nicht selbst. Und alle Versuche, dass man es selbst generiert, das ist ja vielleicht auch das Problem, sind letztlich in einem begrenzten Umfang. Also ich kann natürlich große Datenbestände nochmal neu rekombinieren, aber sie sind deshalb nicht kreativ, das haben Sie richtig erkannt. Ich glaube, das ist der Unterschied, und ich würde mir in der gesellschaftlichen Debatte durchaus wünschen, dass wir diesen Unterschied zwischen einem Menschen und der Technik deutlicher machen, weil da ist ein Kernpunkt angesprochen, der auch die menschliche Würde betrifft. Wir wissen, also die Philosophie oder die Ethik sagt, Maschinen normieren sie, Maschinen leiten sie an, sie programmieren die. Das ist eigentlich unsere Vorstellung von einem technischen Objekt. Sie werden dem Menschen nicht gerecht, ganz im Gegenteil. Sie diskriminieren ihn eigentlich, wenn sie ihn normieren wollen. Also der Mensch strebt schon nach einer Individualität, nach einer Subjektivität, Ausdruck seiner Fähigkeit oder Entwicklung seiner Fähigkeit. Und eigentlich sagt die Ethik uns, wenn Sie den Menschen normieren wollen, also gleichschalten in irgendeiner Art und Weise, werden Sie den Menschen nicht gerecht. Vielleicht reicht das als ein gewisser Hinweis mal auf, um die Unterschiede von Mensch und Technik deutlich zu machen. Gut, gibt's. Ja. Ja, ganz genau. Und das ist eine ganz wichtige Diskussion, und da wird auch ein bisschen geschummelt in der Diskussion. Sie sagen, wir haben eigentlich eine ganz komische Vorstellung von Bewusstsein überhaupt. Also auch was menschliches Bewusstsein betrifft, streiten sich die Gelehrten noch bis auf den heutigen Tag. Und was Bewusstsein bei einer Maschine betrifft, da gehen die Meinungen noch viel stärker auseinander. Ich würde sagen, Maschinen haben kein Bewusstsein, aber da gibt es Leute, die sehen das ein bisschen anders. Und da habe ich jetzt auch keinen Einblick, was in den Labors in Kalifornien vielleicht schon wirklich gemacht wurde. Da ging ja mal neulich was durch die Presse, dass man gemeint hat, eine künstliche Intelligenz hätte Selbstbewusstsein entwickelt. Wäre ich ein bisschen skeptisch. Aber ganz genau diese Frage, und Sie müssten vielleicht die Frage weitergehen, was macht das Selbstbewusstsein beim Menschen denn aus? So, aber das wird jetzt zu weit führen, glaube ich, für den heutigen Vortrag. Ja? Und warum braucht eine Maschine kein Selbstbewusstsein? Sie haben mir ein paar kritische Fragen gestellt, und da will ich drauf eingehen. Ich sage es offen, ich störe mich auch ein bisschen, wenn wir auf Konferenzen sind. Da kommen vor allem jüngere Kolleginnen und Kollegen und sagen, ja, die KI, das ist ja so auf Augenhöhe, das ist so mein Partner. Das finde ich auch ein bisschen befremdlich. Ich als Ingenieur sage, Technik hat immer einen instrumentellen Charakter. Also ich habe es vorher gesagt, ich will Technik einsetzen, um ein Ziel zu erfüllen. Ob das ein Hammer ist, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, ein Bild aufzuhängen, oder ob das eine KI ist, um einen Prozess zu automatisieren. Aber ich würde eine KI nie als ebenbürtig betrachten, als mein Partner. Also ich finde es befremdlich, wenn jemand kommt und sagt, wir schaffen uns jetzt einen humanoiden Roboter an in der Kita, um Kinder zu betreuen. Und wir müssen jetzt auch ganz lieb sein, das sagen die wirklich, wir müssen jetzt auch ganz lieb sein, und wir müssen den Robby dann, der kriegt dann einen Namen, und dann müssen wir den auch ins Team integrieren, und wir müssen den streicheln. Da habe ich auch manchmal ein bisschen Bauchweh, aber das ist jetzt meine ganz subjektive Meinung zu dem Thema. Ja. Gut, gibt's? Ja, gerne. Ja. Wie können Sie es zum Schaden einsetzen? Ich glaube, da ist ein ganz erhebliches Schädigungspotenzial. Das wird auch in der Ethik diskutiert. Das ist ein,
also die, das Phänomen der Ungleichheit, Zugang zu Ressourcen. Letztlich, wir wissen schon, Daten beeinflussen unser Leben, unser Arbeitsleben ein Stück weit. Die Frage, ob ich über Daten verfügen kann, über die richtigen Daten verfügen kann, ob ich valide Informationen kriege. Warum macht man sich so viel Gedanken über Faktenchecker? Daran merken Sie es. Da können Sie natürlich die Menschen schon irreführen, indem Sie Informationen selektieren. Und wenn Sie es ganz konkret denken, man darf zum Beispiel, es gibt Überlegungen, ob man bei der Personalauswahl KI einsetzt. Also um vielleicht Persönlichkeitschecks zu machen. Ich meine, die Personaler gehen ja alle ins Internet und gucken mal, wenn sich einer beworben hat, was ist denn das eigentlich für einer, was steht bei LinkedIn und so. Das ist ja alles legitim, weil der hat das selber auch mitgeteilt. Aber im Grundsatz ist sowas verboten, zumindest bei uns in Deutschland, dass sie digitale Recherchen oder Einstufungen vornehmen. Das kann durchaus diskriminierend sein. Da gab es Beispiele, weil ja so ein System, ein KI-System, selbstlernend ist. Also das, was häufig vorkommt in der Datenbasis, das wird referenziert, da lernt er draus. Und wenn Sie sagen, als Beispiel, ich weiß es nicht, Vorstandspositionen, das sind meistens Männer in einem bestimmten Alter, dann könnte es ja sein, der zieht eine falsche Schlussfolgerung und Bias und sagt, ich muss alle, die vielleicht unter 50 sind und die weiblich sind, muss ich mal gleich mal aussortieren, weil die können den Job ja sowieso nicht. Und dann merken sie, wo vielleicht eine Ungerechtigkeit, eine Ungleichheit eintritt und deshalb lehnt man sowas natürlich ab, weil das ganz klar diskriminierend ist. Sie müssen den einzelnen Menschen betrachten und da kann ja durchaus eine junge Frau dabei sein, die diesen Job mit Bravour meistert. Ja, das ist ein Beispiel. Ich denke, dass ein großes Problem ist schon die Frage nach Desinformation. Aber das würde jetzt auch viel zu weit gehen. Und das ist jetzt vielleicht weniger die industrielle Anwendung. Aber wenn Sie sich ein bisschen umschauen, wenn gar die NATO über Cognitive Warfare nachdenkt, dann wissen Sie, in welche Richtung das geht. Man hat also schon erkannt, es geht heute darum, auch über Information Bewusstsein mit zu beeinflussen. Und da sollte man ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Und vielleicht auch ein bisschen eine kritische Distanz zu dem einen oder anderen, was wir auch mitkriegen. Ja, das gilt natürlich in alle Richtungen. Also was macht Werbung im Unternehmenskontext? Werbung will uns auch beeinflussen, unser Verhalten. Nudging, ja, ist hoch anerkannt. Das können Sie wunderbar mit KI machen. Ja, also nudgen heißt anstoßen, Stups geben, dass Sie das Produkt und nicht das andere kaufen irgendwo. Ja. So. Gut. Herzlichen Dank, Herr Dr. Braun, nochmals für den sehr ausführlichen und sehr informativen. Und ich denke mal, ich spreche hier auch im Sinne der Zuhörenden, sehr interessant, was die Zukunft verspricht mit KI. Und vor allem, Sie haben auch das Thema Soft Skills angegeben, oder die auch noch sehr wichtig werden. Ich nenne da auch das Stichwort Future Skills und Soft Skills. Sie befinden sich hier bei der Volkshochschule Stuttgart. Wir unterrichten Soft Skills, glaube ich, schon seit über 100 Jahren. Also die finden Sie bei uns im Programm rauf und runter, nicht nur unter dem Titel der Future Skills, sondern da sind auch Fähigkeiten wie Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Kommunikation, Teammanagement, also alles Dinge, die wir im täglichen Doing brauchen und die auch immer wichtiger werden. Und auch sind, bleiben und noch werden. Ne? Genau. Genau. Herr Dr. Braun, nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja. Noch ein kleines Geschenkchen von unserer Seite aus. Schön, ja. Und ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen.